Ja, moin Leute, wie versprochen in der Hasbro Battleground Special Woche bin ich wieder am Start und neben dem neuen Tribe Stacheleber, das ihr bestimmt alle schon kennengelernt habt, denn sie sind überall, gibt es auch neue Heroes und wir spielen den guten Deathspeaker Blackthorn. Passive Hero Power. Wir bekommen immer, wenn wir die Tavern 1 leveln, 2 Blood Gems. Und Blood Gems habt ihr bestimmt alle mitgekriegt, sind quasi Bananen. Andere Animation, aber ist eigentlich nur ein plus 1 Buff. Ein Zauber, der 0 Gold kostet. Und natürlich besonders gut mit den Stachelebern funktioniert, da die Zusatzeffekte haben, wenn ein Blood Gem gespielt wird, je nachdem auf sich selber, auf einen anderen Stacheleber etc. Heißt, man skaliert mit dem ganz gut. Wir schauen einfach mal. Perfekt, für Turn 3 kriegen wir hier einen Token-Minion, also in dem Fall den Salamental. Und wir kriegen auch hier Quillbore. Also Quillbore ist Englisch für die Stacheleber. Und ja, schauen wir einfach mal. Forest Warden Omu, ja, der hat gelevelt. Und wenn der einen, wir sehen nicht, was er hat, gelevelt, verkauft, was anderes gekauft. Ich find's kacke, dass es irgendwie, bei manchen wird die erste Runde angezeigt, bei manchen noch nicht. Oder er hat nichts gekauft, kann auch natürlich auch sein. Okay, gutes Unentschieden. Er hat also nichts aus seinem Vorteil gemacht. Das ist okay. Ach, deswegen wird uns nichts angezeigt, weil es neutral ist. Aber dann sollte wenigstens neutral da drin stehen. So, klassische Turn 3 Runde. Jetzt ist die Frage, kaufen wir den oder kaufen wir lieber... Stärker ist der Imprisoner definitiv. Die zwei Blood Gems sind natürlich cool. Wenn wir spielen gerade den Hero, der nur darauf aus ist, Blood Gems zu produzieren. Das heißt, wir müssen sowieso irgendwas spielen, was mit Blood Gems skaliert. Aktuell sind Stacheleber sowieso meiner Meinung nach die stärkste Klasse, weil die halt so hart skalieren. Ich bin mir sicher, da wird noch was kommen. Oh, und wir erzielen trotzdem einen Unentschieden, obwohl wir eine recht schwache Unit gekauft haben. Und noch keine Blood Gems verteilt haben, weil ich will die nicht wasten. Und das brauchen wir gar nicht, denn hier kriegen wir die perfekten Targets dafür. Wenn wir next turn nicht irgendwas finden, was Blood Gems produziert, können wir immer noch verkaufen und die nochmal nutzen auf die beiden. Ziel ist es natürlich, den zu trippeln. Denn jetzt kriegt er immer nur für einen Turn das Divine Shield. Trippelt man ihn, braucht man nur einmal einen Blood Gem draufspielen und er behält das Divine Shield permanent. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu stark ist, müssen wir mal schauen, an welchen Schrauben Blizzard da nochmal dreht. Denn es muss was passieren. Es pusht jeder Quillboss. Sind einfach too strong. Wir haben hier Quillbore, wir spielen Quillbore, der spielt Mixed, der spielt Pirates aktuell. Okay, hat er wahrscheinlich bekommen einfach. Oh, und er kriegt einen Triple. Ah, Rough Farm, Power Spike. Hier auch Pirates, hier auch Pirates. Mixed Minions, Mixed Minions. Ja, wir gucken mal, vielleicht hat das Meta sich in Richtung in Pirates entwickelt, weil die auch sehr stark skalieren können. Müssen wir mal schauen. Mit da drin sind natürlich Quillboss, die rotieren nicht raus. Aber aktuell auch Elemental, Pirates, Max und Demons verfügbar. Das heißt, Murlocs wird hier keiner spielen. Beasts wird keiner spielen und Dragons wird keiner spielen. Ja, perfekt. Perfekt in dem Turn, wo wir leveln. Wir müssen nicht mal verkaufen, weil wir durchs Leveln den Blood Gem bekommen, den wir brauchen für das Divine Shield. Und wir kriegen auch perfekt das. Ja gut, das war ein sehr perfekter Start, glaube ich, für Quillboss. Wir haben ihn schon getrippelt, wir haben ihn, den möchte man so early wie möglich haben, weil der skaliert halt für jeden Blood Gem, den man einem anderen Stacheleber gibt.
Daher sind das ist eigentlich so die Zweier-Unit, die man haben will. Man möchte natürlich auch den 2-4er, der Bludgeons produziert. Haben wir jetzt nicht gefunden. Man möchte auf jeden Fall ihn haben. Und dann. Ja, die 5er und 6er Units nimmt man immer. Die sind alle ultra strong. Es gibt keine, die nur situational gut ist. Genau, hier wieder viele Pirates on board. But why? Komm, hitte nochmal links. Ah, man muss auch ein bisschen lucky sein in diesem Game. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kletter wieder steil Richtung meinem alten Rating. Man kriegt ja am Anfang recht viele Punkte. Boah, was mache ich denn hier? Kaufe ich was? Tess, ja. Nö, ich will Tess eigentlich nicht. Die spielt natürlich wahrscheinlich gleich Quillboss, deswegen. Ich möchte nicht zu viele Quillboss gerade auf dem Feld stehen haben. Denn Tess wird mit Sicherheit gleich auf Quillboss irgendwann switchen. Und wenn wir dir jetzt schon zu viel Quillboss-Stuff geben, dann könnte das ausarten. Ich finde krass, dass Ragnaros sich da oben hält. Und das schon ohne seine Hero Power. Ragnaros ist ja, man möchte möglichst schnell die Hero Power aktivieren. Aber der ist schon ohne Hero Power vorne mit dabei. Ja, da sehen wir schon das Setup für Quillbor. Dann wird die definitiv für den wird die alleine schon rerollen wollen. Ja, ihr habt es am einem Sonntagsvideo gesehen. Quillbor mit Tess. Ist einfach nur insane, weil man halt garantiert die ganzen Units kriegt von den Gegnern, weil es jeder spielt. Das heißt, Tess wird sich definitiv da oben mit festsetzen. Wir werden sehen, ob wir die outscalen können oder nicht. Könnte schwierig werden. Suche jetzt eigentlich hier entweder noch mehr von ihm oder halt die guten Dreier-Units. Aber die haben wir irgendwie noch gar nicht angezeigt bekommen. Gucken einmal durch. Er spielt jetzt doch Elementals, obwohl er zum Start viele Pirates hatte. Er spielt Max. Er spielt Elementals. Er spielt Mixed Minions. Aber ich glaube, Rafarm, auch wie Tess, wird relativ zügig eigentlich auch auf Quillboss gehen. Er spielt Mixed Minions. Können wir jetzt nicht sagen. Tess muss Stacheleber spielen. Und Ragnaros hat nur zwei Stacheleber auf dem Board. Aber wir kriegen da auch nicht mehr Info. Ja, mal gucken. Ich meine, ich bin gar nicht scharf, gerade gegen Ragnaros zu kommen, wenn wir haben eigentlich nur zwei starke Units und sonst nur Schrott auf dem Board. Daher gucken wir einfach mal. Der ist natürlich auch gut. Das ist so eine Karte, die könnte man auch sehr früh mit Reno einfach trippeln. Ne, das Problem an Reno ist ja meistens, dass man dazu neigt, zu lange zu zögern und dann viel Schaden kassiert, bevor man dann endlich trippelt. Aber. Ach, wisst ihr, dann trippeln wir die halt, bevor wir sie verkaufen. Nice. Ich glaube, für den lohnt es sich sogar zu freezen. Das sind zusätzlich zwei Blood Gems every turn. Wenn wir zuerst attackieren dürfen, geben wir Rafarm halt nur einen Scalywag, statt dass er sich hier einen unserer geilen Units snacken kann. Deswegen mache ich das gerade. Der wird nichts traden. Das ist wirklich nur dafür da, um Rafarm eine schlechte Unit zu geben. Wahrscheinlich hat er sie ausgelöst. Oh, wo hat Rafarm den denn schon her? Ja, aber da seht ihr, jetzt haben wir Rafarm was Schlechtes gegeben. Mit dem hätte er sich hart gefeiert, wenn er hier unseren Taunt zuerst gekillt hätte. Und das wäre auch so gewesen.
Knappes Ding, Alter. Okay. Den meinte ich eben. Den kauft man, wenn man den Early kriegt, kauft man den auf jeden Fall. Ich befürchte aber, dass es jetzt zu spät ist. Eigentlich auch cool, aber wir haben die ganzen Quillbau-Units noch nicht, die wir gerne hätten. Das sind alles Units, die man nachher noch verkauft. Deswegen stacke ich aktuell die Buffs ausschließlich auf unserem Tusk. Denn den kann man durch das Vivalenschild langfristig eigentlich oft behalten. Sie würden wir auch behalten. Captain Flat Tusk, mega gut. Ach ja, jetzt muss ich. Also Tough Tusk und Flat Tusk. Wird man behalten. Hinten unseren Taunt sowieso, aber die restlichen vier Units tauscht man natürlich, sobald man bessere findet. Wir sind recht früh auf 5 gewesen, hatten noch gar kein Glück, gute 5er-Units zu sehen. Oder 4er-Units noch nicht mal. Oh Mann. Okay, der killt sich jetzt sozusagen trotzdem in unserem Taunt. Aber auch da, recht early Flat Tusk schon. Ja, wir verlieren das. Obwohl, nee, wir holen das unentschieden knapp. Die wird sich jetzt natürlich die zweite Flat-Tusk gönnen. Okay, jetzt werden wir das erste Mal das dicke Ragnaros-Board sehen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Deswegen hoffe ich hier jetzt mal. Oh Mann, wo sind denn die? Einmal kann ich noch, da muss jetzt was bei sein. Gott sei Dank, jetzt lohnt sich das, den zu verkaufen auch. Das ist eine volle Hand. So, dann wollen wir mal. Ich habe die Hoffnung, dass sie halt dadurch jetzt auch mal 2 Trades macht. Der wird auf jeden Fall 2 Trades machen. Das war schon in gewisser Weise ein Power-Turn, gerade mit 10 Blood-Gems auf einmal. Die haben wir natürlich lange gebankt. Mal gucken, was wir gegen Ragnaros ausrichten können. Ab geht er, der Peter. Was ist das denn hier hinten? Na gut, von mir aus verhaut er sich jetzt sein komplettes Board an uns da. Wir verhauen uns aber auch unser komplettes Board. Nicht so geil gerade. Unentschieden wieder. Oh Mann, oh Mann. Ja, wir farmen. Zwei müssen nächste Runde gehen. Das werden die beiden sein, oder? Und dann werde ich mir den beides holen. Frage ist, bringt es das jetzt diese Runde schon, sich den zu kaufen und den zu kopieren? Dafür würde ich die beiden verlieren. Ich würde aber hier jede Menge Stats kriegen, ne?
Müssen wir riskieren, glaube ich. Ich teile das wieder ein bisschen auf. Also wir haben jede Runde drei garantierte Bloodgems durch unsere Flat Tusk und zwei garantierte durch unseren Bannerbore. Boah, den hat der schon ewig, Alter. Langsam wird es mal Zeit, dass wir den auch finden. Vielleicht wird der in 6 gemoved, um Quillboss ein bisschen zu schwächen. Ich glaube aber nicht, dass er die Problemkarte ist, ehrlich gesagt. Okay, wir gewinnen gegen Rafan. Hat einen soliden Bild eigentlich. So, finden wir noch was Geiles? Definitiv. Den möchte man eigentlich on board haben. Das Problem ist, dann kann ich den nicht mehr on board haben. Oder ich muss den verkaufen, dann verliere ich zwei Blood Gems, was inzwischen plus 6 plus 6 wären. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ach ja, und es ist ja auch noch plus 2 plus 2 und plus 2 plus 2 auf dem. Oh, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich ist es trotzdem der richtige Play. Guck mal, was Reno so hat. Er hat auch Quillboss. Test, natürlich Quillboss. Mixed Minions. Mixed Minions. Keine Ahnung, was die zwei da haben. Was Rafam da gerade hatte, das war so ein Menagerie-Versuch von Quillboss. Und der gute Ragnaros hat mal ein Game verloren, spielt aber auch Quillboss. Für uns heißt es jetzt hier eigentlich trippeln. Und dann müssen wir einfach nur versuchen, möglichst schnell auch den Chagler, heißt er, glaube ich, der Sechser, den wir bei Reform eben gesehen haben, zu finden. Ja, den Kollegen. Chalga. Chalga. Schwierig auszusprechen im Deutschen, glaube ich. Okay, den hätte da. Ah, kriegt keinen Refresh leider. Ja, aber das gewinnen wir deutlich. Aber eine goldene Flat Tusk ist natürlich auch mega. Das kann man schon machen, wobei, er hat wahrscheinlich aus der goldenen Flat-Taste den Chalga. Nee, gar nicht, man discovert nicht, wenn man Gold macht. Was hat er da gemacht? Schade, uns fehlt ein Gold. Ja. Macht nichts. So, jetzt kommt die Tess nochmal. Ich befürchte ja, dass wenn wir Tess nicht besiegen jetzt, wird ihr Ding noch gewinnen. Weil die holt sich jetzt bei uns hier ihre Triples, die sie braucht. Wenn sie die nicht schon hat, hier in Golden. Den, den und den. Das sind so Schlüsselpieces einfach für die Builds. Und dann hat die nachher einen komplett goldenen Stacheleber-Build. So wie ihr das am Sonntag in unserem Video gesehen habt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Tess plus Quillboss, einfach OP. Das bestätigt sich immer wieder, deswegen ist Tess so ziemlich immer ein Standard-Pick bei mir. Aber ja, wir gucken uns einfach mal an, was sie jetzt hat gerade. Ja, den wird sie trippeln. Die wird sie trippeln und den wird sie trippeln. Und damit holt sie sich da alles, was sie braucht. Das sind alle ihre Schlüsselpieces. Dadurch hat sie dann auch Platz für zwei von denen. Oh Mann. Aber wir gewinnen. Die wird sich ärgern, weil wir haben genau alles, was sie braucht. Wir haben immer zwei oder einen jeweils genau das passende Gegenstück. Ja, Tess, zu spät oder falsch das Early Game gespielt? Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir hier uns die 2 holen.
Nein. Nein. Wir brauchen auch einen Chalga. Na, wir müssen jetzt einfach danach suchen, ne? Wir müssen garantieren, dass der seinen Divine Shield refresht, damit der gegebenenfalls drei oder vier Trades macht. Na, der macht halt den Divine Shield Hit, dann macht er den zweiten Hit, den muss er überleben, dann kriegt er wieder ein Divine Shield. Dann macht er seinen dritten Hit und dann macht er sogar noch einen vierten, weil er dann ja erst das Divine Shield verloren hat. So, let's go. Everything or nothing. Das sieht noch ganz gut aus. Wir sind von unserem Grundstat her stärker als fast alles, was der hat. Aber da hinten, dieser Riesendämon mit den 232 HP, der ist ein Problem. Gucken wir mal. Ah, der tut weh. Schade, hätte der mal den anderen attackiert. Boah. Omu, du kostest uns das Perfect Game. Was soll das? Der kann ihn halt hart skalieren mit seinem Bran. Das ist natürlich eine freche Nummer. Aber wir schauen mal. Wo sind sie denn alle? Sind die alle schon vergeben? Es sind doch jetzt viele rausgeflogen. Es müsste doch wieder viel im Pool sein. Also die haben beide noch Mixed Minions und Omen und Elementals. Die sind alle von Stacheleber weggegangen. Wir finden partout nicht unseren Triple hier oder unseren Triple da, obwohl das Vierer- und Fünfer-Units sind und wir sind auf Tavern 6. Und das ist so ein bisschen das, wir müssen eigentlich hier unseren, wie heißt der? Agamagan, Great Boar, den müssen wir eigentlich trippeln. Weil 6-6 zweimal on board ist zu schwach von den Stats her. Da muss was Stärkeres hin. Aber wenn wir den nicht finden oder hinten den Kollegen nicht getrippelt kriegen, haben wir keinen Board Space für neue Units oder für die ganzen Battlecries, die halt Blood Gems produzieren. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, inzwischen hat er zwei und er hat auch den goldenen Big Border. Das ist natürlich nicht geil. Scheiß Poisonous Divine Shield, das ist so eine Kot. Also, tut mir leid, aber das ist echt nicht geil. Okay. Unentschieden. Geht so ein bisschen drum. Ah, er hat den Omu besiegt, der uns das Perfect Game gekostet hat. Krass. Hat er wahrscheinlich auch Poisonous an Bord und hat dadurch den 230 HP-Typen weggeknallt. Wo sind sie denn? Also, es spielt ja gerade keiner mehr Stacheleber. Es ist ja alles im Pool wieder. Und ich finde einfach keine Units. Was soll ich dazu sagen? Wir sind gerade ein bisschen unlucky, was unsere Units im Shop angeht. Wir rollen viel, finden nicht das, was wir brauchen. Aber bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal zu schauen. Wir haben mit 30 HP natürlich noch hoffentlich noch einen extra Turn und können uns einen Lose erlauben. So, was hast du? Ja, Poisons und Divine Shields. Das ist natürlich der Play, den er machen möchte gegen uns. Oh, hinten, wie krass der Champion gesteckt ist. Fette Nummer, ey. Okay. Die richtige Unit hat das Divine Shield ausgelöst.
God dang it. Das war close. Wir hätten. Hätten wir es gewinnen können? Nee, wir hätten es auf jeden Fall verloren, glaube ich. Komm, wir müssen auch jetzt hier mal. Bitte gib Papa. Komm, Papa braucht ein bisschen Glück. Ich befürchte, dass wir einen von den Borgard verkaufen müssen. Wobei wir spielen gegen Omo, der nicht mehr gescaled ist, ne? Ja, vielleicht schenkt uns das gerade noch eine Runde. Wir machen nochmal. Gucken uns das nochmal eine Runde an. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, noch was zu trippeln. Und je nachdem kriegen wir dann vielleicht den Amalgadon aufs Board. Mit entweder Poisonous oder Divine Shield. Weil das spielen die anderen ja leider auch. Die Frage ist, macht es Sinn, hier zu tauschen inzwischen? Ja, wir tauschen mal. Ich möchte halt nicht, dass... Ich möchte halt eigentlich nicht, dass eine unserer großen Units hier in Divine Shields attackiert. Das ist halt dumm. Genau das halt. Aber wir haben Mega Wind Fury auf dem. Das heißt, der macht jetzt erstmal alles weg. Genau richtig rum und er überlebt noch einen Trade. Gut, das ist safe, die Nummer, glaube ich. Egal wie dick das Ding da hinten ist. Ist gar nicht so safe, wa? Doch. Unentschieden. Krass. Also 250 HP fast ist eine Nummer. Ist wirklich krass. Final fucking Lee. Boah, vertick ich hier was? Vertick ich alles, um den zu kaufen? Wenn der jetzt Poisons Divine Shield bekommt, ne? Na gut, der bekommt nur Shit. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung war. Die Gems geben jetzt natürlich weniger, aber dadurch, dass die Kollegen hier jedes Mal für jeden anderen, der ein Bloodgem bekommt, auch plus 6 bekommen, ist, glaube ich, 7 Gems mehr wert, als wenn die paar Gems, die wir haben, meistens 3 oder 4 pro Runde, plus 2 auf eine Unit geben. Ja, Rafam hat es auch erwischt gegen Tekatus. Verstehe ich gar nicht. Der hat halt. Okay, der hat halt Poisonous. Damit holt er halt viel, klar. Aber. Das Vieh da hinten ist schon krass. Jetzt attackiert er noch einmal in den Taunt, aber überlebt immer noch. Gut, das Divine Shield war wichtig von einer schwachen Unit. Und er gewinnt das, weil dieses Mistvieh Death Rattle hat. Ah, unnormal. Plus 6 auf beiden von denen und auf allen nochmal. Ist das mehr wert als der? Ich glaub's halt nicht.
Er hat einen interessanten Build. Ich finde es richtig cool, dass wir mal ein Taunt-Build sehen. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir hier den neuen Champion spielen, ich euch den vorstelle und dann wehrt er sich so vehement und will mir den Sieg nicht geben. Weil es ist natürlich immer schöner, einen neuen Champion mit einem Sieg vorzustellen. Aber sind wir ganz ehrlich, ich glaube, Blackthorn ist nicht ganz oben mit dabei. Solange Stacheleber sehr stark sind, ist es natürlich eine gute Klasse. Aber trotzdem nicht die beste. Wenn Quillboss Nerf bekommen, sinkt der direkt ab. Wie habe ich es denn hinbekommen, da hinten rein zu attacken? Bitte das Divine-Shield auslösen, bitte das Divine-Shield auslösen. Ja, das war's. Wie hat er dem denn Wind? Ach so, der hat seine Preise, ne? Oh Mann. Ja, Krankheit Tekatus Bild, daher Props an den Kollegen hier. Verdienter Win. Nichtsdestotrotz, glaube ich, eine gute Runde mit Blackthorn. Also, wenn ihr den kriegt und solange Quillboss aktuell so komplett overpowered sind, probiert ihn aus, spielt ihn mal. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Ding, glaube ich, 5 Runden früher gewinnen können, weil wir da einfach, glaube ich, 4 Runden in Folge unser komplettes Gold durchgerollt haben und nichts gefunden haben. Aber ich möchte nicht zu viel rumheulen hier. Es war trotzdem ein geiles Game. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, lasst gerne mal ein Abo da. Es folgt weiterer Hearthstone Battlegrounds Content in unserer Special-Woche, aber auch jede Woche darauf wird es weiter Content geben. Also schaut gerne wieder rein. Checkt die anderen Formate, wenn ihr Bock habt. Und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.